Hallo und herzlich willkommen bei muskel-und-gelenkschmerzen.de. In diesem Video geht es um das Thema chronische Schmerzen. Ich möchte eine Leserfrage beantworten, die ich sehr interessant fand und von der ich glaube, dass die Antwort vielleicht einigen Leuten helfen könnte. Es geht hier um eine Frau, die Schmerzen im Ellenbogen und im Oberarm hat seit einigen Jahren und hier einfach einige Fragen hat. Auch wenn es hier jetzt um Oberarmschmerzen und Ellbogenschmerzen geht, werde ich das Video recht allgemein halten. Das bedeutet, selbst wenn ihr chronische Schmerzen im Rücken habt, in den Knien oder sonst wo, könnte das Video für euch interessant sein. Ich würde sagen, fangen wir an. Die Dame hat mir einige Fragen gestellt. Ich habe mir das alles notiert. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich hier drauf schaue. Ich kann mir das nicht alles so gut merken. Also wie gesagt, die Schmerzen fingen an nach schwerer körperlicher Arbeit im Stall. Ja, die Frau reitet sehr gerne und hatte dann Ellenbogenschmerzen, ja, schwere Hebearbeiten. Es ging dann irgendwann so weit, dass sie selbst die Zügel vom Pferd, so habe ich das verstanden, nicht mehr halten konnte für eine Minute. Dann hat es schon wehgetan. Die Dame hat Selbstmassage schon ausprobiert. Das hilft ihr immer für ein paar Tage. Ja, die Schmerzen klingen dann über ein paar Tage langsam ab, kommen aber immer wieder. Entspannungstechniken hat sie jahrelang geübt, ohne durchschlagenden Erfolg, wie sie sagt. Und Dehnübungen führen in der Regel zu mehr Schmerzen. Warum ist das so? Woher kommt das alles? Ihre Frage ist jetzt die folgende. Ja, kann es sein, dass ich so starke Verkürzungen habe, dass ich mich wahnsinnig lange dehnen müsste, um die Schmerzen loszuwerden? Sie hat auch noch eine Skoliose. Ob das davon kommen kann, das kann ich natürlich unmöglich beantworten, wenn ich die Frau nicht sehe. Das geht gar nicht. Aber ich möchte einige Dinge, einige Aspekte nennen, die ich glaube, die sehr interessant sind. Wir fangen jetzt erst einmal an. Es wird ein längeres Video. Ich hoffe, dass ihr dranbleibt. Ich möchte das Ganze aber sehr ausführlich beantworten. Und ich glaube, wie gesagt, dass ich einige Dinge sagen kann, die ihr woanders noch nicht so gehört habt. Wir fangen jetzt ganz kurz an, wirklich kurz, zum Thema Skoliose, Verspannungen, Verkürzungen, Dehnen. Ne? So, natürlich kann das sein. Wenn man Schmerzen hat, befindet man sich meistens in der Schonhaltung. Man bewegt den Körper auf eine andere Art und Weise, meistens auf eine unphysiologische Art und Weise. Das bedeutet, die Muskeln und die Gelenke, die Betroffenen, werden nicht mehr durch den normalen Bewegungsspielraum benutzt, durch den vollständigen durchgeführt. Und das führt dann zu Verspannungen. Und Verspannungen können natürlich zu Schmerzen führen, das wissen wir alle, und Triggerpunkte auch. Und ich halte es allerdings nicht immer für notwendig, in den wenigsten Fällen, dass massives Dehnen angesagt ist, um die Schmerzen loszuwerden. Ich halte das eigentlich für in vielen Fällen für Nonsens. Nicht dehnen, aber dass man nur dehnen muss, das ist ein Schmarrn. Man kann das dazu nehmen. Manchen Leuten tut es gut, manchen Leuten nicht. Da muss man auf den eigenen Körper hören, das ist ganz klar. Ich möchte jetzt erklären, wie es überhaupt so weit kommen kann, dass selbst so ganz leichte Aktivitäten zu Schmerzen führen können. Dann möchte ich erklären, warum Entspannungstechniken manchmal einfach nicht funktionieren können, warum das so ist. Und ich möchte dann auch noch sagen, was man selbst gegen diese chronischen Schmerzen tun kann, wie man damit umgehen kann. Ja? Also die ganze Massagegeschichte ist unglaublich effektiv, aber die möchte ich in diesem Video ein bisschen beiseite schieben und mich hier auf andere Dinge konzentrieren. Ja, wer sich über Massage, Selbstmassage und Triggerpunkte dafür interessiert, schaut einfach auf meine Website. Hier geht es jetzt viel mehr um psychologische Faktoren. Wird sehr interessant. Also, wie kommt es dazu, dass man Schmerzen hat, wenn man die Zügel hält? Die wiegen ein paar hundert Gramm. Das kann ja nicht sein. Doch, das kann sein. Das funktioniert folgendermaßen. Wenn wir Schmerzen haben, dann reagieren wir auf zwei Arten und Weisen. Es gibt hier zwei Körpertypen oder zwei Typen einfach, wie man reagiert. Typ Nummer 1 hat Angst vorm Schmerz und vermeidet jegliche Aktion, die den Schmerz verschlimmert oder wieder hervorruft. Das bedeutet, wir hören auf, bestimmte Dinge zu tun. Wir hören auf, alles zu tun, was Schmerzen bereitet in unserem Alltag. Ja, also das heißt, das ist für ein paar Tage gut. Ich habe mich jetzt überlastet beim Heben im Stall zum Beispiel. Mein Ellbogen tut weh, dann gehe ich natürlich nicht ins Fitnessstudio danach, um meinen Arm zu trainieren. Logisch. Und wenn jetzt ein Umzug ansteht, sage ich vielleicht auch, okay, hey, kann das jemand bitte für mich tun? Ich kann es im Moment nicht, ist klar.
Aber irgendwann kann das Ganze auch exzessiv werden und man vermeidet einfach alles, sobald nur ein kleines Zimperlein schon kommt. Und das führt dann einfach dazu, dass man dem Körper selbst alltägliche Belastungen nicht mehr aufzwingt, in Anführungsstrichen, und der Körper immer schwächer, 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 schwächer und schwächer wird, bis er irgendwann unglaublich schwach ist und alles anfängt weh zu tun. Leider Gottes ist es natürlich so, dass es schon Triggerpunkte gibt und starke Verspannungen, bei denen einfach alles wehtut und es dann, ja, man einfach glaubt, man tut seinem Körper da was Gutes, sich nicht zu belasten. In dem Fall, wenn keine wirklichen Schäden vorliegen in der Muskulatur, ist es eine sehr schwierige Geschichte, wenn man nicht über Triggerpunkte zum Beispiel Bescheid weiß, dass die Lösung von diesen Verspannungen und Punkten dazu führen könnte, dass man sich wieder normal bewegen kann. Ja? Aber so führt eben eine übertriebene Angst oft einfach dazu, dass man den Körper immer schwächer, schwächer, schwächer und schwächer macht, indem man ihn gar nicht mehr belastet. Typ Nummer 2, der reagiert genau entgegengesetzt. Der hat Schmerzen und denkt sich, ja und? So fucking what? Das ist mir egal. Ja, ich mache einfach weiter mit dem, was ich bisher gemacht habe. Und es geht dann 1-2 Wochen gut und irgendwann sagt der Körper, stopp, mein Freund, jetzt nicht mehr. Jetzt ist Ruhe, er legt einen wirklich lahm. Man hat dann so massive Schmerzen, dass man sich einfach fast nicht mehr bewegen kann, das Gelenk fast nicht mehr bewegen kann. Der Körper zwingt einen in eine wahnsinnige Schonhaltung für einige Wochen, was dazu führt natürlich, klar, dass die Muskulatur schwächer wird. Und dann nach diesen paar Wochen hören die Schmerzen wieder langsam auf, es wird besser, man hat das Gefühl, man kann sich wieder belasten. Das machen die Leute dann auch mit ganz großem Eifer, denn jetzt müssen Dinge aufgeholt werden, man muss wieder fitter werden, man hat Arbeit zu erledigen und der Körper wird wieder belastet, so wie vorher, und es wird einfach davon ausgegangen und vom Körper gefordert, dass er das verträgt, was er immer vertragen hat. Dass die 6 Wochen Pause den Körper vielleicht geschwächt haben, daran wird nicht gedacht, natürlich nicht. Und das führt dann sehr schnell dazu, dass der Körper wieder überlastet wird und wieder mit Schmerzen reagiert, die einen dann wieder zu einer Ruhepause zwingen. Nur dieses Mal haben wir nicht von diesem Belastungsniveau angefangen und die Ruhepause angegangen, sondern wir hatten schon vorher 6 Wochen Pause und sind jetzt hier. Jetzt geht's wieder bergab. Das Schema wiederholt sich, die Schmerzen werden nach 6 Wochen besser oder 4, 3, ich sage jetzt einfach nur eine bestimmte Zahl, es könnte auch eine Woche sein, es spielt jetzt nicht die Riesenrolle. Und dann belaste ich mich wieder wahnsinnig stark, weil ich will machen, ich will, will, will. Und dann gehe ich wieder in diese Falle und dann starte ich aber von diesem niedrigen Niveau und das wird jedes Mal niedriger. Und irgendwann haben wir unseren Körper ganz da unten. Wir haben ihn so weit, dass selbst das Halten einer Tasse schmerzt. Wir haben ihn so weit, dass das Halten von Zügeln schmerzen kann. Ja, das sind die einen, sind die 2 Möglichkeiten, wie man seinen Körper schwach bekommt, durch einmal übertriebene Angst vorm Schmerz, übertriebene Schonung, führt zu einer Schwächung der Muskulatur oder übertriebene Reaktionen und Ignoranz gegenüber dem Körper. Diese 2 Möglichkeiten gibt es. Und jetzt möchte ich diese 2 Verhaltensweisen noch mit einer ganz interessanten psychologischen Komponente koppeln. Und zwar die Bedeutung und die Konsequenz, die der Schmerz für unser Leben hat. Umso größer die persönliche Bedrohung ist, die die Konsequenz des Schmerzes nach sich zieht, umso stärker werden die Schmerzen in der Regel wahrgenommen, umso stärker das Verhaltensmuster A, ich schon mich, oder das Verhaltensmuster B, aber ich will doch, ich muss doch. Was bedeutet das? Ich möchte hier ein Beispiel geben. Es gab Studien, ja, an Leuten, da haben die denen in den Finger gepiekst mit einer Nadel. Und zwar einmal Musikern, die Geige gespielt haben, und Tänzern. Und durch die Bank so, durch die Bank war es so, dass die Geiger ein viel stärkeres Schmerzempfinden hatten wie die Tänzer. Und hat das darauf zurückgeführt, dass man gesagt hätte, natürlich, ein Geiger mit einer verletzten, schmerzenden Hand, der kann seinen Beruf nicht mehr ausüben. Ein Tänzer, den stört es vielleicht, aber tanzen kann er trotzdem. Das heißt, die persönliche Bedrohung, die persönliche Konsequenz ist eine massiv unterschiedliche. In unserem Alltag, um hier die Brücke zu schlagen, würde ich nicht immer von solch massiven Bedrohungen ausgehen, obwohl die natürlich vorhanden sind, wie berufliche Bedrohungen, dass ich irgendetwas nicht mehr ausüben kann und mich nicht mehr ernähren kann,
sondern wir können hier auch an Dinge denken, mit denen wir uns stark identifizieren. Wenn wir unser Selbstwertgefühl, unsere Freude, unsere Glückseligkeit aus Dingen ziehen, aus Hobbys ziehen und uns damit stark identifizieren, wie mit sportlichen Aktivitäten wie Reiten, Fitnessstudio gehen, ist es total egal was und man nimmt uns das, geht einem ein Teil von sich selbst verloren, von dem man glaubt, dass man es ist. Ja, man ist ja ein Reiter, ein Bodybuilder, ein Kletterer, ein Musiker, ein Tänzer, das spielt ja überhaupt keine Rolle. Man glaubt, etwas Bestimmtes zu sein und dieses Sein, diese Identifikation wird einem natürlich durch den Schmerz genommen. Und umso mehr man sich darum dann kümmert, umso mehr einen das stört, umso stärker ist meistens die Schmerzwahrnehmung. Und jetzt kommt dann noch ein Punkt drauf. Schmerzen können erlernt werden. Unser Gehirn arbeitet assoziativ. Das bedeutet, es verbindet Dinge mit Dingen, um es ganz salopp auszudrücken. Ich möchte hier ein Beispiel nennen. Denkt bitte jetzt alle mal an Zimt. Ja, an was denkt ihr? An Zimt? Ich habe an Zimt gedacht. Aber nicht nur an Zimt, sondern ich habe auch an Weihnachten gedacht. Ich habe an schöne weiße Landschaft gedacht. Ich habe an eine schönen kuscheligen, ein schönes kuscheliges Wohnzimmer gedacht, ein offener Ofen, es ist warm. All die Dinge kommen mir in den Kopf, in den Sinn, wenn ich an Zimt denke, weil mein Körper gelernt hat, oder besser gesagt, mein Gehirn hat gelernt, Zimt mit diesen Gegebenheiten zu assoziieren. Genauso wie viele von euch einen bestimmten Sport, bestimmte Aktivitäten mit schönen Erlebnissen, Gefühlen, Erfahrungen verbinden. Das hat das Gehirn gelernt, das habt ihr eurem Gehirn beigebracht. Wenn ihr jetzt einen Schmerz habt und ihr lenkt eure Aufmerksamkeit auf den Schmerz, dann bringt ihr eurem Gehirn bei, dass das, was ihr gerade tut und wo ihr den Schmerz verspürt, schmerzhaft ist. Das ist auf der einen Seite gut, weil euer Nervensystem so natürlich lernt, bestimmte Aktivitäten zu vermeiden, während man den Schmerz hat. Was aber, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Armschmerz habe, nach Fitnessstudio, nach schweren körperlichen Arbeiten, und im Auto bin und ich lege andere Gänge ein, die Spülmaschine einräumen, ausräumen, den Umzug mache, egal was. Und immer wenn es schmerzt, konzentriere ich mich auf den Schmerz. Dann bringe ich meinem Gehirn einfach bei, dass mein ganzes Leben schmerzt. Alles tut jetzt weh. Das ist natürlich sehr ungünstig, weil das muss man erst wieder mal rausbekommen. Das geht, da komme ich nachher darauf zu sprechen. Aber ihr habt dann das Gehirn darauf konditioniert, dass etwas schmerzt. Gut. Was habe ich mir danach noch aufgeschrieben? Ja, ich glaube, das ist verständlich. Es geht jetzt um die Entspannungstechniken. Warum helfen Entspannungstechniken manchmal nicht? Na gut, starke Verspannungen kann man mit Entspannungstechniken vielleicht herabsenken, Muskeltonus senken. Ja, das funktioniert ganz gut. Triggerpunkte hingegen, diese kleinen Knötchen, die sich an neurovaskulären Bündeln in euren Muskeln befinden, entziehen sich der Kontrolle des Nervensystems. Da habt ihr keinen Einfluss drauf. Deswegen könnt ihr auch durch Entspannungstechniken den Triggerpunkt nicht auflösen. Und wenn jetzt Triggerpunkte zu Schmerzen führen, kann man da so viel entspannen, wie man möchte. Das bringt relativ wenig. Da helfen meistens nur Infiltrationen, wenn das jetzt ein Arzt zum Beispiel macht oder auch gute Selbstmassagen. Und manchmal auch denen. Nicht immer, aber manchmal. Gut, das wollte ich jetzt erklärt haben. Jetzt kommen wir zum anderen interessanten Punkt, den Lösungen. Was mache ich denn, wenn jetzt die Schmerzen chronisch sind? Wenn ich mir sie vielleicht beigebracht habe, was gibt es hier für Möglichkeiten? Möglichkeit Nummer 1 ist natürlich zu schauen, dass man vorhandene Triggerpunkte und Verspannungen herausmassiert. Klar, das sind Auslöser für Schmerzen. Auslöser, keine Ursachen. Und man sollte herausfinden, warum, wenn diese Punkte vorhanden sind, überhaupt entstehen. Dazu habe ich auf meiner Website sehr viel geschrieben. Ihr könnt unter jedem Triggerpunkt, in jedem Muskel, wo ich Triggerpunkte beschrieben habe, nachlesen, wie die Muskeln überlastet werden. Und die Art und Weise, wie ihr die Muskeln überlastet, ist immer die Ursache für den Schmerz. Der Auslöser ist dann erst der Triggerpunkt oder die sehr hartnäckige Verspannung. Das heißt, ihr müsst die Ursachen beseitigen, ne? Und natürlich auch noch die Triggerpunkte massieren. Das ist wie ein natürliches Schmerzmittel. Ihr massiert den Triggerpunkt, der Muskel entspannt sich, der wird besser durchblutet, ja, das chemische Milieu verändert sich da zum Positiven. Ja, meist haben wir einen zu geringen pH, der steigt wieder ein bisschen, die Chemorezeptoren schlagen nicht mehr Alarm. Wir haben weniger Spannung, die Mechanorezeptoren schlagen weniger Alarm und wir haben weniger Schmerzen oder gar keine Schmerzen mehr.
Aber natürlich auch nur so lange, bis der Muskel wieder überlastet wird. Deswegen ist es ganz wichtig zu wissen, was überlastet denn meinen Muskel? Und das müsst ihr natürlich selbst herausfinden. Da hilft euch meine Website, glaube ich, sehr gut. Muss man allerdings ein bisschen lernen. Jetzt kommen wir zu dem erlernten Schmerz. Wenn ich einen Schmerz erlernen kann, kann ich ihn auch wieder verlernen. Das funktioniert. Aber wie geht das? Naja gut, was ich erstmal wichtig finde, ist, den Schmerz vollkommen anzunehmen. Er ist da. Das heißt nicht, dass ich nichts dagegen tun möchte, aber ich muss akzeptieren, dass er da ist und mich am besten gar nicht auf den Schmerz konzentrieren, ausblenden. Das heißt nicht, dass man den Schmerz provozieren soll. Was ganz anderes. Das bedeutet nur, wenn er da ist, aha, ja, es tut weh und ich achte aber nicht mehr drauf. Ich lenke meine Aufmerksamkeit weg davon. Nur so kann ich meinem Gehirn auch wieder beibringen, dass bestimmte Dinge, die ich tue, nicht schmerzen. Selbst wenn dieses Gefühl da ist, ein Schmerz wird erst dann zum Schmerz, wenn ihr ihn weghaben wollt. Vorher ist es eine Sensation, es ist ein Gefühl. Ja, also Sensation meine ich mit Sensation. Es ist ein Gefühl, was da ist. Solange dieses Gefühl nicht bewertet, sobald ihr nicht sagt, ich will, dass das weggeht und eine Vermeidungsreaktion hervorruft, ist es kein Schmerz. Erst wenn ihr darauf achtet, wenn ihr euch in eine andere Position bewegt, wenn ihr darüber nachdenkt, wenn ihr euch darüber aufregt, dann wird es zum Schmerz. Das kann man lernen, das geht nicht von heute auf morgen, natürlich nicht, aber man kann lernen, einfach sich davon ein bisschen abzutrennen und einfach, man kann den wahrnehmen, den Schmerz, aber einfach dann, wenn man ihn wahrnimmt, nicht bewerten. Ja, es ist schwer, aber es geht und am besten dann gar nicht drauf achten, raus aus der Wahrnehmung damit. Und wenn es weh tut, wenn ich merke, ich mache irgendwas und das tut weh, auch merken, das ist im Moment nicht gut, das packt mein Körper noch nicht. Ja, dann höre ich damit auf, aber das war's dann auch. Dann ist wieder weg mit der Aufmerksamkeit vom Schmerz. Und dann hilft es natürlich, die Aktivitäten, die normalerweise schmerzen, mit positiven Emotionen und positiven Gefühlen zu assoziieren. Das muss man dann auch einfach lernen. Wenn man vorher zum Beispiel beim Reiten war, im Fitnessstudio, beim Klettern, in irgendeinem Hobby und den leistungsmäßig betrieben hat, das ist nämlich bei den meisten Leuten tatsächlich so, dass die das sehr gerne machen, da sehr viel Herzblut reinstecken, dass man das einfach ein bisschen lockerer angeht und was anderes in den Fokus, in den Vordergrund stellt. Also jetzt nicht das maximale Gewichtheben im Fitnessstudio, nicht das maximale beim Reiten, da kenne ich mich jetzt gar nicht aus, nicht die maximale Leistung beim Golfspielen, nicht die maximale Technik beim Musizieren, sondern einfach nur, dass man das aus Spaß an der Freude macht, ohne Leistungsgedanken. Und dann vielleicht einfach das Volumen, die Intensität ein bisschen zurücknimmt. Ja, das hilft, um dem Körper neue Erfahrungen zu geben. Jetzt habe ich mir noch was aufgeschrieben und das ist das Pacing. Ja. Das bedeutet, unser Körper ist vielleicht extrem schwach, extrem dekonditioniert und es ist nicht mal so, dass jetzt tatsächlich das Training, das Reiten oder irgendwas schmerzt, nicht nur, weil wir es uns beigebracht haben, sondern auch, weil die Muskulatur mittlerweile so schwach geworden ist, dass dieser Reiz zu einer Überlastung führt. Dann ist es einfach so, findet raus, welche Intensität, egal was ihr tut, euer Körper verträgt. Ihr wisst ganz genau zum Beispiel, 1 Kilometer Joggen ist überhaupt kein Problem. 2 Kilometer tun immer weh im Knie. Ja? 10 Minuten Reiten gehen, 15 Minuten tun immer weh. Und 12 Minuten manchmal und 1,2 Kilometer Joggen tun manchmal weh, dann bleibe ich erstmal eine ganze Zeit auf dem Level, wo nichts weh tut. Dann mache ich eben nur 1 Kilometer Lauf. Dann gehe ich nur 5 oder 10 Minuten zum Reiten. Und danach setze ich mich hin, genieße die Landschaft, schaue, dass ich eine gute Zeit habe, umgebe mich mit Freunden, die ich mag. Ich brauche eine schöne Zeit, mein Gehirn braucht positive Assoziationen mit dem, was ich tue, um zu lernen, dass es nicht mehr schmerzt. Und dann können wir peu à peu nach oben gehen. Dann können wir die Belastung wieder steigern. Ja, irgendwann gehen wir dann auf 1,2 Kilometer. Und zwar nur ganz kleine Inkremente. Und bringen unserem Körper immer bei, dass das, was wir tun, nicht schmerzt. Und durch diese kleinen Belastungssteigerungen geben wir der Muskulatur auch die Chance, sich wieder an diese Belastungen anzupassen. Das klappt. Und irgendwann ist man dann übermotiviert und dann geht man 3 Kilometer zum Laufen und bekommt die Ohrfeige. Sofort, klar, es macht nichts, dann geht man wieder zurück, konzentriert sich nicht auf den Schmerz, nimmt es wahr, akzeptiert, dass man das gemacht hat, ja, dass man zu übermütig war, dass man halt wieder mal zu viel wollte
und steigt eben wieder dort ein, wo es nicht wehtut. Und so kann man sich dann peu à peu wieder aus diesem schwachen Körper raufkämpfen, rauskämpfen, nach oben kommen und gleichzeitig dem Körper beibringen, dass das, was man tut, nicht wehtut. Was ist hier wichtig? Gelassenheit. Rückschläge wird es geben, normal. Gelassen bleiben. Einfach machen. Es dauert so lange, wie es dauert. Wenn man seit 2-3 Jahren chronische Schmerzen hat, sollte man nicht davon ausgehen, dass die nach 2-3 Wochen wieder weg sind. Beurteilt euren Erfolg, eure Fortschritte niemals von Tag zu Tag und bei chronischen Schmerzen auch gar nicht mal von Woche zu Woche. Schaut euch an, wie war es letzten Monat, wie ist es jetzt? Und es ist so, wie es ist, ihr könnt es nicht ändern. Immer wenn ihr euch über den Ist-Zustand aufregt, den nicht annehmen könnt, kreiert das Spannung. Diese Spannung ist negativ, drückt sich auch wieder an euren Muskeln aus, das wollt ihr nicht. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video helfen konnte. Ich hoffe, dass ich euch das einigermaßen verständlich nahebringen konnte. Ich habe das jetzt relativ aus dem Stegreif rausgemacht, das nicht ganz detailliert vorbereitet. Deswegen verzeiht mir, wenn das eine oder andere vielleicht nicht ganz super schlüssig war. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir in die YouTube-Kommentarfunktion. Ich beantworte das gerne. Ich finde das Thema unglaublich spannend und interessant. Ansonsten bedanke ich mich fürs Anschauen des Videos und wünsche euch eine wunderschöne und vor allem ganz gelassene Zeit. Bis bald.